Also, ich bin gerade anscheinend der meistgehasste Nutzer auf Twitter. Warum? Erkläre ich euch jetzt ganz schnell. Ich habe gestern einen Tweet gepostet, weil Speed, iShowSpeed, einer der größten Streamer-Creator weltweit, kontroverser Typ, muss man in erster Linie mal sagen, hat hier einen Stream gemacht, wo er seinen Dong geleakt hat. Sein Würmchen, ja. Und ich habe darüber gepostet. Können wir darüber aufhören, darüber zu posten, wie groß der Schwanz von Speed ist und lieber darüber reden, was für ein frauenverachtendes Stück Scheiße der Typ ist. Der ist, by the way, 18. Also, ist auch ein bisschen weird, wenn ihr über den Schwanz von ihm redet, weil der ist gerade 18 geworden. Oder halt Anfang des Jahres, ja. Auf jeden Fall, ihr seht vielleicht die Replies und wie gut der Tweet von den Impressions her ging. 1200 Likes ist schon mal decent, aber der hat 500 Antworten, der Tweet, ja? 500 Antworten, okay? Wenn ihr aber hierzu durchscrollt, dann seht ihr sehr viele, wo ich auch drauf geantwortet habe. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Video, was ich meinte. Das Video ist zwar, Disclaimer, mittlerweile ein Jahr alt, aber das macht nichts weg. Ja, ich habe als 17-, 16-Jähriger vielleicht auch dumme Scheiße gesagt, aber großteils Wörter verwendet, wo ich einfach nicht wusste, was sie bedeuten. Und das Ganze ist bei mir auch 10 Jahre her, wo wir auf einer ganz anderen Wellenlänge noch waren, ja? Das, was er hier macht, ist was ganz anderes nochmal, ja? Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz, wie es hier weitergeht, ja? Also er verliert hier das Game einfach. Fuck man, your head dog, man. Come on, bro. Man, you gotta hit those shots, man. Man, shut your stupid ass up, nigga. Who's you talking to, bro? Shut your nerd ass up. Bro, I know how to play this game. Shut up, monkey. Shut up. Shut your bitch ass up. Alright. You're at the fuck. Alright. Calm down. Damn, bro. Shut up, bro. I know how to play this game. I'm not a noob, alright? God damn. You don't know how to play the fucking game. What? Yes. What, bitch? Jetzt kommt der Part. Bitch, is a bitch talking to me? Is a female talking to me? Am I, yo, no, am I tripping? Am I tripping? Oh, all right, time out. Is a female talking to me right now? Is a fucking female talking to me? Get off the fucking game and do your husband dishes, bitch. Shut up. Fuck you. Fuck is wrong with y'all? Stop talking to me like that, nigga. Fuck is wrong with y'all, dog? I'm not one of these little lame ass Valorant nerds, nigga. Fuck wrong with y'all? Y'all fucking suck. Fucking nerds on my fucking team. Like, who the fuck are you talking to, bitch? Fuck is wrong with you? Go do your life. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine, ja? Das ist zwar jetzt ein Jahr her, okay? Aber das ist keine Entschuldigung und es vergeht nicht. Und das Internet vergisst leider nicht. Das Internet vergisst nicht. Oder beziehungsweise das Internet vergisst leider schon. Das heißt eigentlich immer, das Internet vergisst nicht, aber das Internet vergisst. Das beste Beispiel ist das hier. Die sagen so, es war vor einem Jahr, scheißegal. Kann sich irgendjemand erinnern, was mit Jake Paul und Logan Paul damals war? Hat irgendwer vielleicht schon mal drüber nachgedacht, was ApoRed alles gemacht hat? Die Leute feiern immer noch diese Leute heutzutage. Die spammen da weh in den Chat. Schaut euch diesen Scheiß an. Das ist eine Generation von fucking toxic Jugendlichen, vor allem Männern, die da aufwachsen, die das unterstützen, wenn jemand so über und mit einer Frau redet. Und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und das ist nicht das Einzige, was war. Es gab auch andere Clips, zum Beispiel das hier. Hey, hold away, alright, hold away, alright, but look though. Da ging es um so Speed-Dating, ja? Like a psychological question, okay? Psychological question. Say if we're the last two people on Earth and we had to reproduce to make the world continue. Would you, reproduce with me? Also er stellt die Frage, wenn wir die letzten zwei Menschen auf der Welt wären und wir müssen reproducen, würdest du mit mir reproducen? Fragt er da. No, because that means our kids will have to intertwine and then their kids, no. Und sie sagt, nein, will ich nicht. Okay, will ich nicht, weil dann müssten unsere Kinder Inzest haben. Jetzt pass auf die Antwort auf. Who gonna stop me? I will. Who's gonna stop me? I will. If we're the last two people on Earth, who gonna stop me? Jesus. You're not stopping me. If we're the last two people on Earth, who gonna stop me? Okay, jetzt müsst ihr euch denken von diesen 500 Replies. Ihr könnt euch jetzt gerne diesen Thread anschauen und durchlesen. Ich habe in den letzten Tag, weil der Tweet ist ein Tag alt, circa, habe ich um die 400 Leute blockiert. Diese hier. Okay? Das ist eine Vergewaltigungsdrohung, ja? Und wir können jetzt einfach mal random auf irgendwelche von denen draufklicken. Ich klicke komplett random gerade, okay? I stand with Till, noch besser, müssen wir gar nicht anklicken. Schauen wir uns diese random Accounts an, okay? Einfach irgendwelche random Accounts, die ich geblockt habe für das, okay? Erster Tweet, Free Andrew Tate. Zweiter Tweet, irgendwas mit Klimakleber, geretweetet, keine Ahnung. Was war seine Reply auf meinen Tweet? Sein Schwanz einfach größer als deine Reichweite. Da geht's um ein ernstes Thema, das ist die Response von dem Typ. Nächstes. Erstmal drei Fußballsachen hier drinnen. Irgendwas eben an Show Speed und sowas. Keine Ahnung, ist genau dasselbe Klischee. Schauen wir kurz weiter, was war seine Reply? Hier ist es. Okay, es war einfach nur ein Halt dein Maul. Egal, stupid Reply, ja. Nächster. Achso, warte, wir wollen den Account-Test anschauen. Okay, das ist irgendwas Randomes. Alter, da wird viel getweetet. Viel Moneyboy-Zitate. An sich kein so schlimmer Account. Nicht der Klischee-Account, sagen wir es mal so. Jetzt ist die Frage, wo ist die Reply? Achso, okay, das war nichts Schlimmes, ja. Fast 30 Sekunden tankt permanent auf dem Twitter-Block-Button. Da habe ich aus Prinzip geblockt, weil ich es einfach lustig fand. Next one. Keine Tweets, zwei Tweets. Nur Antworten. Du bist der Heldmann, was würden wir ohne dich? Okay, das ist auch nicht so schlimm. Habe ich auch nur so aus Prinzip geblockt. Ich habe genau die Randoms erwischt, die ich einfach so geblockt habe. Und wenn ihr euch jetzt die Tweet-Replies... Ich kriege immer noch wirklich im Sekundentakt sowas rein, ja? Also es kommt immer noch. Es kommt immer noch. Ich habe, wie gesagt, 400 Leute oder so geblockt und ich kriege trotzdem noch die ganze Zeit irgendwelche Replies. Ich habe auch sachlich mit einigen diskutiert und geantwortet und so, aber es ist einfach pointless at some point, ja? Versteht ihr? Das ist das ganze Drama.